So, ist ein... Hey, Mick! Das ist mein Zimmer. Nicht reingehen, es ist heilig. Schon gut. Das ist schon in Ordnung. Die ganzen Playgirl Magazines. Die niemand sehen soll. Okay, also wir gehen ins Hotel. Oder... Ist immer noch die Kartenqueen am Bahnhof? Vielleicht könnte ich die noch ein paar Karten erleichtern. Das wäre eigentlich... Nee, ich glaube, die ist weg. Verdammt. Schade. Nee, nee, keine da. Echt schade. Warum ist hier so jemand angehumpelt gekommen? Oder hat sich das jetzt erledigt? Ja, scheint sich erledigt haben. Shop! Shop lese ich eigentlich auch gern. Kauft bitte nicht alles auf und geht mit den Waren sparsam um. Kann ich nicht versprechen. Könnte durchaus passieren, dass ich alles aufkaufe. Ja, 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 doch. Wenn ich mir das so anschaue, ja. Ich glaube, ich kaufe jetzt alles auf. Stückzahl. Ja, kostet doch nur 91.000. Ist doch kein Problem. Vielleicht noch ein bisschen teuer. Weihwasser, hier lauter so Zeug, Gegengift, kaum was. Ein bisschen von allem sollten wir schon mitnehmen. Phönixfedern kann man nicht zu viel haben. Heilpotions sind auch nützlich. Und da von den ganzen Zustandsmedizinen will ich auch immer ein bisschen was. Insbesondere hier Weihwasser ist gut gegen Fluch. Und Fluch ist richtig ekelhaft. So. Ist ja schon mal ein Anfang. Okay. Hi du. Die Vorräte in den Läden sollen langsam ausgehen. Dank Din ist bisher noch keine Panik ausgebrochen, aber das ändert nichts an der Tatsache. Die Galbadianer wollen uns quälen. Wir sind jetzt alle ziemlich am Ende. Hotel. Ich möchte hier rein. Der Kommandeur hat uns befohlen, niemanden durchzulassen. Was ist? Eine Information über Elion? Was mache ich jetzt? Schon wieder ein Gerücht? Wenn ich wieder was falsch mache, wird mein Sold gekürzt. Das Problem ist, dass unser Vorgesetzter je nach Laune unseren Sold bestimmt. Wir haben leider nicht das Recht, unsere Vorgesetzten auszuwählen. Hey, wir haben wirklich nützliche Infos. Führt uns zu eurem Kommandeur. Na Mädels, wie ist es? Irgendwie sind sie verdächtig. Das denke ich auch. Irgendwas stimmt da nicht. Frag das unseren Truppenführer. Er ist auf Patrouille. Toll, Truppenführer. Wo ist der auf Patrouille? Weiß niemand, ne? Toll. Überall Galbadia-Wagen. Muss doch nicht sein. Wie oft soll ich das noch sagen? Ich kenne den Truppenführer nicht. Bestimmt hat ihn jemand irgendwo versteckt. Was soll ein Mann denn alleine machen? Kannst du Karten spielen? Was? Mittagsschlaf? Das könnte auch gut sein. Aber wo kann er denn stecken? Niemand hat ihn doch gesehen, oder? Nö, antwortet nicht auf Kartenangebote. Und du? Karten? 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 Ich habe auf dich gewartet. Recht bitte, mein Meister. Die Galbadianer haben ihm seinen Arm gebrochen. Dabei hat er nur gefragt, was jetzt aus Bellum wird. Wenn ich bloß stärker wäre. Ja, das ist kein Problem. Die hauen wir alle. Machen wir alle tot. Okay, Mittagsschläfchen. Wo? Hm. Ihr, Truppenführer, wo? Was, wo unser Truppenführer gerade schläft? Das hat mich eigentlich auch die ganze Zeit gewundert. Verschwindet immer plötzlich. Ob es irgendwo einen geheimen Ort gibt? Unser Truppenführer schläft. Woher soll ich das wissen? Bestimmt nicht auf der Straße. Genauso wenig auf Dächern. Dazu ist er viel zu groß. Tja, wo schläft er? Am Bahnhof, hä? Hey du, Truppenführer, wo? Was habt ihr am Bahnhof zu suchen? Fort mit euch! Falls ihr was wisst, geht ins Hotel und erzählt es unserem Kommandeur. Hallo, Truppenführer? Ich werde die Nahrungsvorräte ins Hotel bringen, Sir.
Jawohl, kommt aber ja nicht auf die Idee zu zocken. Hey, ihr da! Jawohl! Passt gut auf, verstanden? Jawohl! Läuft der einfach durch mich durch, dieser? Hey, Truppenführer. Das war die Nahrung für die Soldaten. Die Bürger bekommen nichts, nur die Soldaten. Wir müssen für sie schuften, sind aber selbst am Verhungern. Das ist so lächerlich. Puh. Es ist einfach ineffektiv, so viele Soldaten einzusetzen, nur um ein Mädchen zu suchen. Wir sollten alle verhaften. Irgendwer packt schon aus. Was ist? Irgendwas dagegen? Gunblade. Mhm. Legunblade. Wo pennt der scheiß Truppenführer? Am Eingang, bei den Mietswagen. Hm? Was ist, der Truppenführer? Keine Ahnung, wo er gerade ist. Er muss noch in der Stadt sein. Nein, ich habe nichts rausgefunden. Schläft der scheiß Truppenführer vielleicht hier drin? Die Eltern sind abwesend. Ich muss das Kind zum Nachbarn bringen. Ich weiß nicht, was aus Bellem wird. Galbadia und die Hexe kennen keine Skrupel. Meine Eltern kommen nicht nach Hause. Ich mag das nicht. Ich will nicht mehr. Miau. Hallo, raus. Ich hasse Penner suchen. Na, na, verhaft mich doch. Wo pennt der Wichser? Wo pennt er? Wo pennt er? Ihr solltet froh sein, dass wir die Stadt nicht angezündet haben. Wenn ihr der will, kann sie diese Stadt im Nu auslöschen. Oh Mann. Da kann man doch, glaube ich, noch nach hinten. Da wechselt doch die Szene. Vielleicht ist dort was. Unser Truppenführer hat gerade hier geangelt. Er war glücklich, dass er einen Fisch fangen konnte. Er meinte, dass er ihn sofort essen will. Das ist doch mal ein Hinweis. Apropos Fisch, ich angel mir auch jetzt was. Ein bisschen Vita. Toll. Er wollte einen Fisch essen. Dann gehe ich mal davon aus, er wollte den Fisch wohl vorher zubereiten. Roh wird er nicht fressen. Sieh an, da kocht doch jemand. Da kam ein Galbadianer, der unsere Küche benutzen wollte. Er hat einen stinkenden Fisch zubereitet. Jetzt riecht die ganze Wohnung danach. Tatsächlich. So ein Fuchs. Ja, und jetzt? Wo ist er hin? Ach, halt die Klappe. Unser Truppenführer schläft. Der schläft doch gar nicht mehr. Der hat doch schon seinen Fisch gemacht. Na toll, und jetzt? Jetzt bin ich eigentlich nicht weiter. Der hat jetzt seinen Fisch gemacht, oder? Kann der Hund mich zu ihm führen? Huh? Hallo Hund. Der Hund? Öff, öff. Läuft irgendwo hin. Vielleicht will er, dass ich ihm folge. Der Hund führt mich jetzt bestimmt zu ihm. Hallo, weiterlaufen. Der Hund führt mich doch. Ich komm, Hundi. Oh, ich bleib an der Laterne hängen. Nee, am Schild, am
Pfosten, Dingens, Hindernis, Weg, Blocker, Bahnhof. Oh oh, Musik hört auf. Musik hört auf. Wow. Den kenne ich doch. Das ist Raijin. Hinterher. Hey, ihr da, ihr dürft da jetzt nicht reingehen. Der Kommandeur hat gerade den Truppenführer, der eben kam, zusammengeschlagen. Fujin, Hysterie ist mal nicht gut. Ich hab mal richtig gearbeitet. Ich muss nur mal den faulen Suchhund wecken. Hey, ihr da, ihr müsst mir mal helfen. Wir versuchen mal zusammen, Fujin zu beruhigen. Raijin? Wow, was macht ihr mal hier? Wir sind hier, um mal Bellem zu befreien. Ah, nein, wir sind hier, um Bellem zu befreien. Cypher meinte mal, wenn Mikon, könnt ihr ihn ganz locker umhauen. Ihr, helft mal mit. Irgendwie ist Raijin für mich der Totster. Ich finde, die ähneln sich. Mach dich fertig, Raijin! Was habt ihr dabei? Ihr habt nur Scheiße dabei und er hat immer ein bisschen was dabei. Normal ist die Musik eigentlich schneller. Kartenwandlung nicht möglich. Ach man. Dann seid ihr leider vollkommen unnütz für mich und ich sehe nicht ein, warum ihr leben solltet. Irgendeinen Nutzen sollten sie ja doch eigentlich erfüllen, oder? Nicht einfach sinnlos sein. Warum genau haut mich Raijin eigentlich? Will er früher sterben? Dauert sein Leben ihm schon zu lange? So kommt es mir vor, das ist die einzig logische Erklärung. Hey, warum macht's überhaupt schon wieder Dingens? Habe ich nicht mehr F-Gedönse 0? Nee, ich hab Fu nicht auf 0 stehen. Oh nein, jetzt habe ich Turbo umgestellt. Hier, so, Fu 0 und dann blinkt auch nicht mehr so dort unten. So ist besser. Es lohnt sich mal wieder so richtig, dass die beiden anderen mit draufhauen. Ja, hau mich nur. Entdecke die dunkle Seite der Macht. Bring mich in den gelben Bereich, dass meine Limits freigeschaltet werden. Ach, es funktioniert ja doch. Man kann ihn doch schlafen schicken. Dann kehren wir die Angriffsreihenfolge jetzt mal um. Ja, tu es, tu es. Ja. Und gute Nacht, wenn du überhaupt noch lebst. So lasse ich mir das gefallen, oder? Hihi. Ist vielleicht ein bisschen gemein, aber es ist effektiv. Cell stupst ihn sanft an, um ihn zu wecken. Ich schneide ihm die fiese Fratze aus der Schnauze. Und Renoir legt ihn schlafen. Und dann wiederholen wir das Ganze. Kein XP, eine Phönixfeder. 12 AP.
Okay, jetzt ist der Kommandeur dran. Bist du der Kommandeur? Verpisst euch aus Bellamp! Raijin. Verloren? Ganz recht. Wo sind Cypher und die Hexe? Ich werde euch alle niedermachen. Nur mit der Ruhe, Xell. Scheinbar bist du hier alleine, Fujin. Willst du trotzdem kämpfen? Fut. Mal warten. Sie ist mal nicht alleine. Wer ist da? Hier bin ich mal wieder. Ich fühle mich mal stärker. Ich fühle mich mal unsterblich. Warum? Wir haben ihn noch platt gemacht. Ja, ganz einfach, weil wir es jetzt nochmal können. Ja. Wenn ich Leute hauen kann, da macht Spaß. Jetzt mal ein bisschen ernst. Tornado, sieh an, Tornado. Und geht auch noch auf alle. Was soll ich davon halten? Na, macht das Schaden? Geht so. Nicht so viel. Was mir wichtig ist, ist Pandemona. Oh, ein Engel haben wir auch noch ein bisschen dabei. Drachentöter macht er. Ist das schlau? Ist das schlau, Mann? Ist das clever? Tu's nochmal. Do it. Do it. Fuck it. I dare you. Double dare you. Warum macht das Sun? Oh, kein freier Platz mehr für mehr Engel. Dann Zauber. Heil du dich mal. Ich warte noch ein bisschen mit irgendwas machen. Und du drawst ein bisschen Engel für dich. Und ich kann eigentlich schon so langsam dieses Spiel spielen. Ich bin auch schon fast gelb. Greif mich an, greif mich an, greif mich an! Oh, danke schön. Ich stehe drauf, dass ihr so nett zu mir seid. Das ist herrlich. Tja, was mache ich jetzt eigentlich? Braucht die Aero? Keine Ahnung. Elion, wo? Geht dich ein Scheißdreck an, Junge. Hm? Wie wär's? Was hast du noch? Shell, ja, nimm mal ein bisschen Shell. Oh, kein Platz mehr für Engel. Aber, oh, kein Player. Kein Player Fratz mehr für Aero. Hä? Hau mich, tu es. Hau dich, hau mich. Nein, nicht Renoir, mich. Ja? Nein? Oh. Los, hau mich. Nein, das ist Tell. Oh, warum seid ihr alle so dumm? Ehrlich mal. Oh, macht das einen Spaß mit euch, ehrlich mal. Jetzt auf mich. Oh, ich bin immer noch nicht gelb. Xell. Hau mich mal. Los, mach mich wütend, du Sau. Mehr, hau mich mehr. Damit wir sowas anfangen können.
Lenore, mach mal das nervige Ding da drüben schlafend, hm? Ah, es ist so schön. Nur 4 Schläge. Aber es hat schon gereicht. Sorry, Fujin, ich bin mal K.O. So ist das schön. Kann man dich zu einer Karte verwandeln? Oh, nicht möglich. Sehr schade. So, gute Nacht, Fujin. Ruhe wohl. Und nur 4 Schläge. Aber es reicht. Niederlage. Beat'em up 002. Oh, und ein Final Elixier. Und 20 AP. Diabolos hat endlich HP-Kopplung. Leviathan hat Magie-Kopplung. Und wir haben Pandemona. Das heißt, noch eine GF mehr im Gepäck. Damit sind wir jetzt bei 9 GF. Hat die Hexe euch das befohlen? Negativ. Die Hexe hat mal nichts zu tun. Wir handeln mal nach eigenen Regeln. Was für Regeln? Die Regeln von Cypher? Dann ist es okay. Aber hört jetzt damit auf. Das ist jetzt kein Streit mehr unter Gardenschülern. Wir können mal nicht zurück. Negativ. Cypher hat mal viele Untergebene, aber wir sind seine einzigen Freunde. Die Galbadianer gehorchen ihm nur, weil sie mal die Hexe fürchten. Wenn wir mal auch noch weggehen, hat er niemanden mehr. Wenn ihr seine Freunde seid, solltet ihr Cypher sagen, dass er damit aufhören soll. Akzeptanz. Das ist mal keine solch billige Beziehung. Egal, was er mal tut, wir werden ihm folgen. Ich kann euch verstehen. Ihr wollt also nicht zurück, richtig? Nächstes Mal kenne ich keinen Skrupel. Es geht nicht anders. Sie wollen es doch so, oder? Im Ernst, Mick? Ich will mal nicht mehr reden. Es macht mich mal etwas traurig. Trauer verboten! Abmarsch! Ich bin traurig. Xell, tritt sie! Trauer verboten! Wer zum Freund oder zum Feind wird, entscheidet sich rein zufällig. So wurden wir erzogen. Es ist doch nichts Besonderes. Nichts Besonderes, wirklich. Warum fühle ich mich dann... Ach was, Trauer verboten. Wir gehen. Wohin als nächstes? Unser Aufzug ist gerade abgehauen. Ach so, da ist halt ein Selfie. Hallo, Leute! Was ist? Wohin wollen wir jetzt? Ich überleg noch. Wie wär's mit dem Trabia-Garten? Die Hexe wird sich kaum dafür interessieren, aber es könnte ja vielleicht trotzdem sein, meine ich. Aber dort könnte ich den Raketenangriff die Hölle los sein. Ach ja, gerade deswegen will sie dahin. Hm, verständlich. Ich werde es mir überlegen. Danke. Tschüss. Oh nein, ich bin schon wieder allein in meinem scheiß Menü. Und Pandemona, was kann er, sie, es? Oh, Stärkekopplung, Geschickkopplung, Elementangriff und Abwehr, yummy. Kann saugen, das ist immerhin nützlich, besser als die Frauen. Die muss man immer drum bitten, hier kann man es befehlen. Erstschlag ist ganz cool.
Aber keine tollen Wandler oder sowas. Das ist schon mal schade. Ich würde sagen, Elementabwehrkopplung oder Geschickkopplung. Was ist besser? Weiß nicht. Ich sag mal Elementabwehrkopplung mal 2 und daher mache ich jetzt auch abhängig, wer den die das kriegt. So. Ich habe 2 Elemente in Abwehr. Xell hat auch 2 Elemente in Abwehr und Benoa hat ebenfalls schon 2 Elemente Abwehr. Tja, dann kann ich es daher schon mal nicht ausmachen. Geschick gäbe es noch. Und ich glaube, niemand hat bisher Geschickkopplung. Nein, überhaupt niemand. Ich weiß auch gar nicht, wofür es da ist, um ehrlich zu sein. Ach, das könnte dann Geschwindigkeit sein, oder? Reflex ist, glaube ich, Ausweichen. Treffer ist halt Treffer. Glück ist kritische Treffer. Und Geschick könnte die Geschwindigkeit sein. Wenn das so ist, dann machen wir das anders. Dann lernst du nämlich Geschickkopplung, bitte. Und dann nehme ich mir dich. Weil ich könnte das gebrauchen, schneller zu werden. Ja, so machen wir das. Nee, ganz ruhig. Du koppelst nochmal nach auf optimal. Oh, HP 40. Warum hast du da noch HP 20, du Depp, hä? Magie 20 ist ja auch nutzlos für dich. Nimm noch mehr HP. 4900, so ist gut. So, und Rinoa, du hast endlich mal was mit HP-Kopplung. Das finde ich doch gut, oder? Dann bleib weiter bei Magie, aber jetzt hast du immerhin schon mal 2900. Das ist schon mal gut. Behandeln kann sie auch. Unnatürliche Zustände werden kuriert. Das heißt also quasi kostenloses Medika als reiner Befehl. Aber, ja, wir können auch normal Medika zaubern. Wir haben genug davon und so, also. Der Nutzen ist nicht so enorm, finde ich, um ehrlich zu sein. So, na gut. Legen wir ab. Okay, zum Trabia Garden wollt Selfie. Na, dann komm mit, Selfie. Und Rinoa. So, und Selfie tauscht mit Xell. Und Rinoa mit Selfie. Jetzt haut Rinoa zu und Selfie zaubert. Tauschen wir noch einmal so. Und setzen beide auf Zaubern. Ich bin so oder so der Einzige, der immer zuhaut, also warum nicht?